Hallo und willkommen zurück, hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal ganz schnell und simpel, wie man das automatische Drehen bei dem Poco M5S an- und ausschalten kann. Ihr habt hier einmal die Funktion in diesem Dropdown-Menü, da habt ihr hier nämlich Sperre der Ausrichtung. Ich demonstriere das einmal ganz schnell hier in dem Play Store, wenn wir da nämlich das Handy drehen, da dreht sich nichts mit. Wir machen das jetzt einmal aus, zack, da dreht sich das Ganze auch schon und dann könnt ihr nämlich so eine schöne Vollbildschirm-Modus-Ansicht genießen. Vor allem praktisch für so Netflix und so YouTube, um da einfach die Filme, Serien, Videos, was auch immer, so über den ganzen Bildschirm zu haben. Ihr könnt auch in die Einstellungen gehen und dann zu Display gehen und dann ganz runter scrollen und hier habt ihr nämlich auch noch so eine Systemeinstellung, Bildschirm automatisch drehen. Das jetzt an, wenn das wieder aus ist, dann dreht sich hier wieder gar nichts. Also ihr habt auch dafür zwei Optionen. Könnt ihr gucken, was für euch am besten passt. Am einfachsten und kürzesten ist natürlich der Weg über dieses Dropdown-Menü. Aber das kann natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Das ist auch schon alles zum automatischen Drehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, es hat euch geholfen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!